B1.2. Punkte A adden mit x und minus 0,25x² plus 0,5x plus 3,75 auf der Parabel P und Punkte B n x und minus 0,1x minus 2 auf der Geraden g haben dieselbe Abszisse x. Sie sind zusammen mit den Punkten cn und dn für x-Element von minus 3,74 bis 6,14 die Eckpunkte von Parallelogrammen a n b n c n dn. Die Punkte cn liegen ebenfalls auf der Geraden g. Dabei ist die Abszisse x der Punkte cn jeweils um 2 größer als die Abszisse x der Punkte bn. Zeichnen Sie die Parallelogramme a1, b1, c1, d1 für x gleich minus 2 und a2, b2, c2, d2 für x gleich 3 in das Koordinatensystem zu b1.1 ein. In dieser Aufgabe steht jetzt wieder sehr viel drin, deswegen gehen wir nochmal die wichtigsten Punkte der Reihe nach durch. Wir haben die Punkte an, die auf der Parabel p liegen, und zusätzlich die Punkte bn, die auf der Geraden g liegen. Wichtig noch ist, die haben alle die Abszisse x, das heißt die gleiche x-Koordinate. Man sieht es, an hat die x-Koordinate x und bn hat die x-Koordinate x. So, was ist noch? Sie sind zusammen mit den Punkten cn und dn für ein bestimmtes Intervall Eckpunkte von Parallelogrammen. Weiter heißt, die Punkte cn liegen ebenfalls auf der Geraden. Das ist nochmal ganz wichtig. Und dabei ist die Abszisse x der Punkte cn jeweils um 2 größer als die Abszisse x der Punkte bn. Das bedeutet, wenn zum Beispiel Punkt bn für x gleich 5 eingezeichnet werden muss, dann hat der Punkt cn automatisch eine Abszisse, die ist um 2 größer, also zum Beispiel 7. So, was müssen wir jetzt machen? Eigentlich nur einzeichnen, nämlich das Parallelogramm 1, b1, c1, d1 für x gleich minus 2 und a2, b2, d2, a2, b2, c2, d2 für x gleich 3. Das funktioniert sehr einfach. Wir nehmen einfach das erste Parallelogramm, setzen die x-Koordinate, also den Wert für x, in die x-Koordinate von a ein und können es entweder berechnen oder noch eine Spur einfacher. Wir gehen gleich in die Zeichnung, nehmen das Lineal zur Hand und schauen nach, wo ist x gleich 2, nämlich das ist hier der Fall. So, dann gehen wir einfach von diesem x gleich 2, ich mache es gleich in Farbe, dann sieht man es vielleicht besser. Also, hier haben wir x gleich minus 2. Wir wissen, ein Punkt liegt auf der Parabel, ein Punkt liegt auf der Gerade. Oben war der a1 zu finden und unten ist der b1 zu finden. So, jetzt wissen wir, der Punkt c hat ja eine Abszisse, die ist um 2 größer. Also, wenn x hier minus 2 ist, dann liegt der Punkt c bei x gleich 0. Das heißt, hier ist mein Punkt c1 zu finden. Dann kann ich diese Strecke auch schon mal einzeichnen. Als weitere Information haben wir Parallelogramme. Das heißt, die gegenüberliegenden Seiten sind parallel und gleich lang. Also einfach mit dem Geodreieck entsprechend parallelen Seiten zeichnen. Hier die erste Parallele und die zweite Parallele geht natürlich nach oben weg. Also sieht das erste Parallelogramm so aus. Und hier liegt der Punkt D1. Ja, die Längen hier oben kann man sich gleich überlegen. Da der Punkt D1 direkt über dem C1 liegt, haben wir hier auch wieder einen Abstand von 2. Also ich brauche hier gar nicht weiter zeichnen. Theoretisch könnte ich noch ein bisschen rauszeichnen und dann der Schnittpunkt gibt den D1. Aber da ich schon einige Informationen kenne, kann ich mir das sparen. So, das zweite Parallelogramm für x gleich 3. Gleiches Spiel. Nehme ich jetzt die Farbe grün. Ich schaue nach, wo ist der x-Wert 3 zu finden, nämlich hier. Dann gehe ich einfach so lange nach oben bzw. unten, bis ich auf die Gerade und die Parabel treffe. Oben, ja, vielleicht lieber hier hinschreiben, ist der a2 und unten ist der b2. Dann weiß ich wieder, c hat eine um 2 größere Abszisse. Das heißt, bei 5, hier liegt also mein C2. Und jetzt noch die parallelen Seiten vervollständigen.
dann liegt hier mein D2. So, und damit habe ich beide Vierecke gezeichnet.